Hallo und willkommen zurück zu Atelier Riser. Ja, wir wollen ja eigentlich auf Tour gehen, aber ich dachte mir, wenn wir diese Quest hier noch erledigen können mit dem Fairy Stone Fragment und wenn man sie sich aufmerksam durchliest, dann kann man das hier erledigen, weil da steht nämlich, wir können die Fairy Stone Fragmente da in dem Wald finden in der Nähe des Hafens. Also deshalb würde ich das schon noch gerne vorher machen, bevor wir wieder auf große Fahrt gehen. In unserem kleinen hölzernen Ruderboot. Hafen. Fairystone Forest. Ja, genau da wollen wir nämlich hin. Und dann gucken wir mal. Ich nehme mal alles mit. Frag mich nicht, welche Blumenfarbe wir noch genügend auf Lager haben und welche nicht. Irgendwann wird mal aufgeräumt im Container und dann wird halt einiges verkauft. Warte mal, ist das Boss? Ja, ein Lumba neben ihm. Was machen die denn da? Ich glaube nicht, dass sie uns schon bemerkt haben. Verstecken wir uns mal und schauen, was sie vorhaben. Boss, du meinst echt, dass hier Monster auftauchen können? Aber wir sind doch mitten auf der Insel. Ja, trotzdem, das sagte der Bericht. Und wenn du schon mal hier bist, dann solltest du also besser dein Schwert ziehen und nicht mir gegenüberstehen. Aber keiner der Wächter hat doch diesen Bericht ernst genommen. Es ist wahrscheinlich nur ein bedeutungsloses Gerücht. Es ist zwar selten, aber ich habe gehört, dass manchmal Monster von dem Festland hierher schwimmen. Oder dass plötzlich Seemonster auftauchen. Was? Das klingt ja super gefährlich. Oh. Ja, deshalb sind wir ja hier, um das zu überprüfen. So, jetzt mach, was ich dir gesagt habe und zieh dein Schwert. Ich find's ganz putzig, dass Boss eine ganz ähnliche Motivation hat wie Riser. Riser will ja einfach nur losziehen und Abenteuer erleben und Boss will aber sich auch irgendwie beweisen. Der will nicht immer nur Trainingskämpfe machen, der will zeigen, was er für ein großer Krieger ist. Ja, aber so gut versteckt wie unsere drei da hinten lauern, sind sie natürlich auch unmöglich jetzt zu bemerken. Das heißt, wir können uns das Ganze in Ruhe mal ansehen. Okay, aber lass mich nicht im Stich, okay? Bleib einfach immer hinter mir. Hi. Jetzt verhalte dich nicht wie ein Feigling. Du bist mein Trainingspartner. Also musst du zusehen, dass ich dich nicht verlasse. Sag doch nicht sowas, das ist widerlich. Oh, Monster! Hast du das gesehen? Lamba ist von der Ziege weggelaufen. Ihr... Ja, der Obermotz hier zu sein, muss schwierig zu sein. Der Obermotz zu sein, muss schwierig sein, wenn man so armselige Untertanen hat, was? Ach, halt die Klappe. Deshalb versuche ich ihm ja beizubringen, dass er tapferer sein soll. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich meinte es eigentlich so, wie ich es gesagt habe. Für Boss ist es auch nicht leicht. Ich sehe schon, da bahnt sich wirklich was an. So, warte, jetzt mal eben kurz Waffe wechseln. Okay, hier ist nur das Übliche. Und hier... kommen wir nur mit dem Stab zurecht. Kleinen Kristall. Nochmal ein größerer Hieb. Aha, und hier haben wir so ein Feensteinfragment. Ja! Ja! Weil wir drei abgeben müssen, sammle ich ruhig ein bisschen mehr davon. So,
Haben wir letzte Folge schon geguckt? Achso, warte mal, da ist noch ein Fragezeichen. Da ist noch jemand mit einem Auftrag für uns. Das ist der Doktor, oder? Könnte auch ein Chemielehrer sein, man weiß es nicht. Hey Doc, ich bin total überrascht, dich hier zu sehen. Oh, hallo Riser. Na, da hast du mich wohl erwischt. Ich reflektiere ein wenig die Vergangenheit und bin deshalb hier mal ans Ufer gegangen. Die Vergangenheit? Ja, stimmt. Ich bin sicher, du erinnerst dich nicht daran. Da warst du noch sehr, sehr klein. Denn eigentlich bin ich gar nicht von dieser Insel hier. Ich war Opfer eines schrecklichen Unfalls. Einer der Inselbewohner hat mich entdeckt, wie ich leblos auf dem Wasser trieb, und hat mich gerettet. Was war das denn für ein Unfall? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Meine Erinnerung an diesen Unfall und alles, was davor geschehen ist, ist komplett verschwunden. Der einzige Grund, dass ich meinen Namen weiß und dass ich weiß, dass ich einmal Arzt war, ist, weil ich eine Notiz bei mir trug. Ich wusste ja gar nicht, dass dir sowas widerfahren ist. Ja, zum Glück hatte ich mein Wissen über die Medizin auch nicht verloren. Die Inselbewohner bauten dann ein Krankenhaus, quasi direkt für mich. Das ist ja unglaublich. Ja, aber ich habe auch gehört, was zu welcher fantastischen Alchemistin du dich langsam entwickelst. Ist das so? Naja, ich lerne noch. Naja, mal sehen. Wie wäre es denn, wenn ich dich mal um einen Gefallen bitte? Ja, wenn es etwas ist, was ich schon kann, gerne. Dankeschön. Meinst du, du kannst ein paar Neutralisatoren für mich machen? Oh, du meinst Neutralizer? Ja, die meine ich. Als ich herausgefunden habe, dass du Alchemistin bist, sind mir zuerst einmal Neutralisatoren eingefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die eine Verbindung zu meiner Vergangenheit haben könnten. Okay, verstehe. Dann mache ich einfach mal ein paar und bringe sie dir vorbei. Ja, vielen Dank. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ich hätte nicht geglaubt, dass er unter Amnesie leidet. Ich hoffe, dass die Neutralisatoren ihm helfen können, seine Vergangenheit zu entschlüsseln. Qualität über 50. Wir haben 0 von 3. Das müssen wir also dann nochmal tun. Das heißt, jetzt waren wir letzte Folge die ganze Insel abgegangen. Also ist er schon wieder weg. Und jetzt sind schon wieder neue Quests da. Ach, ich weiß nicht, warum ich immer so viele Steine sammle. Ich glaube, Sandstone ist jetzt bestimmt das, was wir am meisten im Container haben. So ein Baum wäre nicht schlecht. Wir haben bisher noch keinen Baum gefällt. Aber die sind wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Okay, aber die Kristalle, achso, die habe ich jetzt natürlich alle eingesammelt. Die sind nicht wieder aufgepoppt nach dem Gespräch mit Doc. Warte mal. Ach so. Nehmen wir jetzt mal einen anderen Weg. Oder sind wir von hier gekommen? Ne, von hier sind wir nicht gekommen. Okay, aber sonst will hier auch keiner mehr was von uns. Doch! Ist da noch jemand? War das die Tante? Ja, das war die Tante, die die Fäden haben wollte. Ihr Name war Lennon oder so ähnlich. Jonna, habe ich ja gesagt.
Ach, schon wieder ein Tag ohne einen geeigneten Kandidaten. Schlacht der Schönheit. Wir haben noch nicht genügend Informationen, um diesen Auftrag anzunehmen. Wir müssen dafür erstmal das Rezept für Kriegspulver lernen. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Okay, müssen wir also später machen. Achso, deshalb ist es hier auch rot. Auf der Minimap ist es aber nicht rot. Okay. Dann gucke ich doch nochmal eben die anderen Stadtteile einmal kurz durch, ob da noch Fragezeichen sind. Hier nicht. Da ist ein Ausrufezeichen, keine Ahnung. Ach, da unten ist noch ein Fragezeichen. Gut, dann rasen wir mal durch. Oh, hallo Daniel. Hey Riser, du bist ja viel größer als ich. Ich bin genau gleich groß. Ich weiß, ich weiß. Ich sag das ja immer, wenn ich Leute begrüße. Wie dem auch sei, ich habe eine super Geschichte für dich. Wirklich, erzähl. Ja, da habe ich dein Interesse geweckt, was? Aber ich fürchte, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wieso nicht? Naja, ich glaube, dass jede gute Geschichte einen Freund braucht, oder nicht? Wie meinst du denn das? Naja, ich würde gern mal hören, was du so verzapft hast, während ich fort war. Es muss jetzt nicht dein gesamter Lebenslauf sein, aber du kannst mir einfach mal irgendwas Tolles erzählen, was du so getrieben hast. Hm, okay. Also, weißt du, was Alchemie ist? Alchemie? Nö, da läutet nichts. Okay, dann warte kurz. Ich rühre dir mal was zusammen. Ich muss jetzt mit Alchemie was ganz Spezielles für Daniel herstellen. Ein Magic Tool mit Qualität über 40. Mhm. Okay, dafür bekommen wir drei supergeile Beehives. Ich sehe schon, wir kommen hier nicht aus der Stadt raus, diese Folge. Ja, hier Muscheln nehme ich mit. Wir hatten neulich bei der Synthese, ist mir aufgefallen, wir hatten kaum Zeug. Was hier, also keine Meeresfrüchte sozusagen. Mal wieder Sandstone. Ja. Bleibst du an dem Kanu hängen? Ah, Pretty Shell, genau. Das hatten wir fast gar nicht. Ach so, und ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, doch, da war immer nur Check, wir konnten jetzt nichts. Kein anderes Werkzeug benutzen oder so, ne? Konnten wir das hier eigentlich? Ja. Gut, dann sind wir hier durch. Dann müssen wir nur noch eben zwei Bezirke checken, ob da auch noch Aufträge sind. Oder drei, ja, okay. Ja, das ist noch ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Hm.
Jetzt schauen wir mal. Hey, Ryza, brauchst du Hilfe bei irgendwas? Tut mir leid, nein. Ich komme nur zufällig gerade vorbei. Okay, dann gib mir aber Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das mache ich. Und gib du mir Bescheid, wenn ich dir bei irgendwas helfen kann. Wie, versuchst du auch Handwerker zu werden? Nachher werden wir noch Kollegen, was? Nein, aber ich sammle Materialien und ich stelle Sachen her, um anderen Leuten bei ihren Sachen zu helfen. Also wenn du irgendwelche Waren brauchst oder so, kann ich sie vielleicht für dich herstellen. Ich verstehe. Vielleicht gibt es denn doch etwas, wobei du mir helfen kannst. Ja, natürlich. Was gibt es denn? Naja, ich habe einen Auftrag bekommen, ein Haus zu reparieren. Aber mir fehlt es an Holz. Also wenn du zufällig noch Holz übrig hast, würde ich es dir gerne abnehmen. Okay, begriffen. Schauen wir mal, was wir machen können. Holz. Und wir haben 15? Im Ernst? Ach so, diese Baumrinde, die zählt auch. Wir wissen ja, wo wir sie herbekommen. Rolf, ich habe dein Holz dabei. Danke, jetzt kann ich den Job zu Ende bringen. Alles gut jetzt? Ja, du hast mir wirklich den Hintern gerettet. Ich habe auch ein paar mehr neue Aufträge bekommen, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Vielleicht muss ich dich demnächst schon wieder um Hilfe bitten. Ja, das mache ich doch gerne. Ich versuche dich auch nur im Notfall zu belästigen. Ansonsten fällt es ja schwer zu beurteilen, wer von uns jetzt der richtige Handwerker ist. Aber offiziell sind wir jetzt natürlich Kollegen. Also hoffe ich, dass wir gemeinsam auch mal zusammenarbeiten. Und gib mir Bescheid, wenn du was brauchst. Danke, mach ich. Aber jetzt muss ich erstmal los. Schön, dass Rolf jetzt mehr Arbeit bekommen hat. Schon bald wird er vielleicht auch nach mehr Materialien verlangen. Also könnte ich ja schon mal was sammeln, nur für den Fall der Fälle. Okay. Dann schauen wir mal zu dem Ausrufezeichen. Wolltest. Ah ne, du wolltest hochqualitative Neutralisatoren haben. Wer wollte denn diese. Diese Dings haben. Old Town Pet. Okay, da sind wir eben schon gewesen, quasi. Nee, wir sind jetzt im Bodendistrikt, genau, jetzt. Old Town. Ja. Wahrscheinlich hier links, oder? Ja, auf dem Bauernhof haben sich die Dinge jetzt ein wenig beruhigt. Was jetzt noch bleibt, ist... Pat, ich habe das Kristallfragment, was du haben wolltest. Oh, vielen Dank. Ja, gib mir Bescheid, wenn dein Licht mal wieder flackert, ne? Nein, nein, ich kann dich nicht immer um solche Sachen bitten. Du hast schon mehr getan, als ich überhaupt verlangen konnte.
Wow, dieser Ort kann sein Alter langsam nicht mehr verbergen. Häuser neigen dazu, schnell auseinanderzufallen, wenn keiner drin wohnt. Und die Läden haben auch alle dicht gemacht. Also ist dieser Bezirk quasi tot. Großartig für Leute, die gern ihre Ruhe haben. Und weißt du was? Ich habe früher auch mal einen Laden gehabt. Aber ich weiß nicht, ob der sich noch so gut machen würde in diesen Tagen. Wirklich, du hattest mal einen Laden? Ja, ein Färbehaus. Aber das war vor Jahren. Damals, als du noch ein Welpe warst. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich habe sogar ein paar deiner Kleidung gefärbt. Bei dir benutzte ich Rasenfarbe. Die bestand aus Regenbogentrauben. Ach wirklich? Ich habe ja noch viele dieser alten Klamotten. Ich wusste ja gar nicht, dass sie von dir sind. Ja, der Laden ist lange dicht. Aber es macht mich glücklich, dass du Dinge getragen hast, die ich hergestellt habe. Aber tut mir leid, dass ich dir jetzt so viel deiner Zeit gestohlen habe. Danke, dass der alte Mann hier dir ein Ohr abkauen durfte. Oh nein, ich habe dir zu danken. Und wir nehmen uns noch mal eben ein paar deiner Früchte mit, ne? Wir dürfen doch. So, jetzt haben wir genug von den Früchten, denke ich mal. Dann gucken wir uns noch die letzten beiden Distrikte an, ob da noch Aufträge auf uns warten. Nö, hier ist alles ruhig. Und hier auch. Dann versuche ich mal die Neutralisatoren herzustellen mit guter Qualität. Achso, erstmal haben wir noch ein Rezept bekommen. Zettel. Zettel braucht man auch immer wieder. Okay, da könnten wir auch noch was Neues draus machen. Haben aber die nötigen Zutaten nicht. Da brauchen wir schäumendes Wasser. Ja, ich mache jetzt erstmal Supplement. Grüne haben wir 8 Stück. Rot haben wir nur noch 1. Das heißt, das wäre eine gute Gelegenheit, hier mal was Rotes zu machen. Also ich wollte ja gute Qualität, ne? Gut, nehmen wir mal die 30. Und die 29. So, dann brauchen wir Wasser. So, dann jetzt 43. Jetzt brauchen wir noch zweimal Wasser. Das wird schon ein Problem gleich. Ich kann auch nur noch eine Sache hinzufügen. Ne?
Nee, das geht so nicht. Da kommen wir nur auf 45. Vielleicht kann ich das mit der anderen Farbe besser machen. Blau, Meeresfrüchte. Schauen wir mal, wie da unsere Qualität ist. Auch eher armselig. Und vor allen Dingen, ich habe hier nirgends Effekt Level 2. Das wird schon nichts, das kann ich jetzt schon sehen. Gelb. Das wird auch nichts. Lustig, ich krieg nicht mal so was Einfaches hin. Grün haben wir noch. Ah, guck mal, das ginge schon eher. Mal. 43 und jetzt noch gutes Wasser. 52. So, mehr brauchen wir gar nicht. Alles weitere wäre quasi sogar Verschwendung. Also dann könnten wir die Qualität eher noch reduzieren. Wenn wir jetzt noch mehr dazu fügen, könnte die Qualität halt schlechter werden. So, super. Dann machen wir einmal ein neues Zettel, weil wir das Rezept halt gerade bekommen haben. Achso, brauche ich das? Sündqualität plus 5? Ja, wäre schon nicht schlecht. Kritik, nee. So. Was kriegen wir hier? Hier kriegen wir nochmal Qualität. Trades. Trades, Gehen wir mal den Qualitätsweg. Und nehmen hier... Ach, guck mal, da haben wir sogar zwei. Habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Nehmen wir das einfache Gras hier. So. Warte mal, kann ich da was freischalten? Nee, auch nur nochmal Qualität. Klar, könnte ich jetzt hier opfern. Will ich aber nicht. Einfach mal ganz einfach anfangen, dass wir überhaupt mal ein paar Zettel in der Tasche haben. Wow, so viele Erfahrungspunkte. Gut, prima. Achso, warte mal, da sind noch neue Sachen. Handmade Stuff, Weathered Sword, Steakhammer. Wo wir ja gerade stehen. Okay, verbessern können wir nichts davon. Schwert oder Axt oder was auch immer. Level 4. Level 5. Wieder Level 4. Komm, wir machen mal für Lent ein neues Schwert. Ein Ingot. So, da könnten wir einen Trade reinpacken. Das hier wäre besser. So, da reicht mir ein einer Feuer. Tja, jetzt bräuchte man hier schon wieder ein Ingot.
Das zeigt mir, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, diese Waffe herzustellen, weil das wird sich hier schon lohnen, hier noch einen Ingot mit rein zu tun. Wir haben jetzt aber kein Material dafür. Wir brauchen ja dafür dieses Erz. Haben wir nicht. Na gut. Na, das gehen wir gleich ab. Aber das habe ich gerade gesehen. Hier war noch was zu verbessern. Border Scale. Ach so. Wir können es verbessern, wenn wir es herstellen könnten. Wir brauchten jetzt aber dafür was? Einfach nur Cloth. Okay, dann machen wir noch einmal Cloth. Ja, hilft nichts. Müssen wir so einnehmen. Da hätten wir Qualität. Das kriegen wir so nicht hin. Trade. Also warte mal, und da ist nochmal Qualität, Speed. Feuer. Ja, es würde gehen, okay. Das heißt, hier nehmen wir einmal grün. Grün und gelb wäre gut, haben wir aber nicht. Doch, wir haben grün und gelb, natürlich. So, dann haben wir hier Feuer. So, Rezept ändern wollen wir nicht. Wir kennen das andere Rezept ja schon. Dann hätten wir noch die Qualität. So, jetzt sollen wir noch eine Sache hinzufügen. Zwei Blitz habe ich nicht. Zweier Wind hätte ich da. Achso, ich brauche eh nur noch ein. Ne, doch, ich brauche ein Zweier Wind. Dann könnte ich noch einen Trade unterbringen. Unislayer. Oder hier noch die Qualität ein bisschen erhöhen. Machen wir mal so rum. So. Erhöhen wir mal Speed. So, damit müssen wir jetzt dieses Lederteil herkriegen. Genau, den Lederprotektor. So, Rezept wäre da. Natural Cloth. Ne, das haben wir schon. Nee. Rolle? Nein. Hä? Warte nochmal. Border Scale. Aber wo ist denn Recipe? Ach da! Okay, natürlich, wir müssen Natural Cloth hinzufügen, um den Border Scale zu bekommen. Alles klar. Ja, haben wir nur einmal, ist egal. Was weg ist, ist weg. Ach, ja, schade. Aber ihr kennt mich, ich gebe jetzt nicht einfach auf.
Wir müssen noch einmal Natural Cloth herstellen. So ist das Leben eines Alchemisten. Brauchen wir so einen? Ach, hier haben wir auch wieder kein Material. Kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Müssen wir einen anderen Weg gehen. Gehen wir die Qualität. Ein Trade-Slot. Ach komm. So, und einer Wind reicht mir ja. HP Charge. Ja, es ist doch nicht schlecht. So, hier kommen wir nicht weiter. Eine Sache könnten wir nicht hinzufügen. Trade Slot bringt mir nichts, weil ich keine Trades habe. Das könnte man machen. Dann haben wir nochmal 10 Qualität mehr. Egal. So. So, Natural Cloth war ja nur dafür da, damit wir hier bei diesem Lederteil was Neues machen können. Also, nochmal wieder Stoff hinzufügen. Den. どれがいいかな。これでどうさあ、どうだ。やった、できた。Cool。少しは成長できたみたい。 Und beim Mixing Oil können wir jetzt auch was machen mittlerweile. Ach so, die Farbe können wir herstellen. Gut, machen wir gleich. Jetzt will ich erstmal die Rüstung ausrüsten. Oder ich gucke erstmal bei Riser. Ja, das wäre bis auf Speed eine deutliche Verbesserung. Machen wir mal. Dann bekommst du die Kette. Und du das Leder. So, dann können wir die Farbe herstellen. Das wäre hier unten, oder? Ja, wir brauchen Level 15, wir sind Level 15. Wir brauchen einmal blau, oder? Brauchen wir hier unten? Unten ist egal. Hier bräuchten wir die Fischsoße, wenn wir eine Sardine hätten. いい感じかも。
Ja, nehmen wir den mal. So, da brauchen wir jetzt tatsächlich noch dreimal Wasser und daran scheitert es nämlich schon. Ich habe nur noch, also dreimal Eis, ich habe aber nur einer Eis hier. Das ist schade. Hätte ich das irgendwie beschleunigen können sonst? Da muss einer zu, da muss einer zu. Nee. Wir brauchen bessere Trauben. Können wir momentan nichts machen hier. Schade. Gut, dann können wir den Auftrag abgeben mit den Neutralisatoren. Ja, der Winter naht. Vielleicht ist es der letzte, man weiß es nicht. Wir haben... Wo ist denn der Altstadt der Doktor? Ich glaube... Nee, warte, ist der... Ist der Bodendistrikt? Ich glaube, der war hier, ne? Nee. Hier ist er nicht, dann ist er in der Altstadt. Auch nicht, wo ist er denn? Oder ist er jetzt doch wieder im Hafen? Das gibt's doch gar nicht. Oder liegt es daran, 2 Uhr morgens, dass er überhaupt nicht da ist? Okay, er ist nicht da. Wir ruhen uns einfach mal aus bis morgens. Scheint also davon abhängig zu sein, welche Tageszeit wir haben. Wo die Leute stecken. So, jetzt ist da ein Ausrufezeichen. Hallo Doktor, ich habe das mitgebracht, was du haben wolltest. Wow, tatsächlich. Ja, hier bitte. Ich habe dir was Grünes gegeben, aber gut. Und erinnerst du dich schon an was? Lass mal sehen. Nein, ich erinnere mich noch immer an nichts. Oh, das ist aber schade. Vielleicht kommt es dann im Verlauf der Zeit, in den nächsten paar Tagen. Ja, das ist durchaus möglich. Ich versuche mich mal darauf zu konzentrieren. Ich rate das jetzt mal nur, aber vielleicht hat es... Oder vielleicht bin ich irgendwie mit jemandem aneinander geraten, der was mit Alchemie zu tun hat. Also vielleicht hat meine Amnesie irgendwas mit Alchemie zu tun. Tja, die Wege der Alchemie. Oh, warte mal, was ist denn mit Empel? Ich weiß ja nicht. Ich bin ihm schon begegnet, aber
Abgesehen von der Tatsache, dass er Alchemist ist, kam mir nichts vertraut vor. Okay, dann werde ich einfach mit meiner Alchemie noch mehr Gegenstände für dich machen, bis deine Erinnerungen wiederkommen. Ja, das weiß ich zu schätzen. Ich bin sicher, ich werde wieder auf dich zurückkommen. Ja, natürlich. Aber ich muss jetzt erstmal los. Jemand, der mit Alchemie zu tun hat. Wer könnte denn das sein? Das weiß ich auch nicht. Ich meine, wir können noch mal eben bei Empel vorbei. Aber kennen wir sonst irgendjemanden, der hier mit Alchemie zu tun hat? Nein, ne? Auf der Insel wohnt ja sonst keiner. Aber hier ist noch jemand. Ja, der will aber was, das... Ah, das ist Pat, oder? Der will was, was wir nicht liefern können. Alte Gewohnheiten. Ja, wir müssen erst in der Story voranschreiten. Dafür kriegen wir dann 30 Kohl. Ja, schön. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Quests, die wir nicht erfüllen können. Ach nee, Magic Tool. Mit Qualität über 40. Was gehört in die Kategorie Magic Tool? Kann man das hier schon sehen? Irgendwie nicht. Das ist kein Magic Tool, oder? Ja, das ist Food. Und das hier ist wahrscheinlich einfach nur Bombe, ja. Medizin. Wahrscheinlich haben wir noch überhaupt kein Rezept für ein Magic Tool. Na gut. Ich gucke jetzt noch einmal durch die Stadt, wo jetzt wieder früher Morgen ist, ob hier noch andere Rezepte, nicht Rezepte, Aufträge aufgeploppt sind. Tatsächlich. Es kommt wirklich auf die Tageszeit an. Und insofern bin ich schon nochmal neugierig auf dieses Geistermädchen, ob das vielleicht auch noch einen Auftrag für mich hat. Als wir das mal angesprochen haben, da konnten wir noch keine Aufträge annehmen. Oh, Baskila und Frescher, was ist denn los? Wir haben uns nur darüber unterhalten, dass wir versuchen wollen, neue Feldfrüchte anzubauen. Ach wirklich? Und wie läuft's so? Ehrlich gesagt, gar nicht gut. Ja, vielleicht war das Saatgut, was ich mitgebracht habe, nicht so toll. Ich bin sicher, das ist nicht der Grund. Vielleicht war das Wetter einfach nicht in Ordnung. Etwas Neues auszuprobieren ist immer, nicht leicht. So, wie dem auch sei, unser letzter Versuch hat unser letztes Saatgut verbraucht. Ich schätze, wir müssen einen Kaufmann finden, der in die Hauptstadt fährt, ob die da was Neues besorgen können. Was für Saatgut braucht ihr denn? Naja, wir wollen etwas Neues, Aufregendes anpflanzen, was es auf der Insel noch nicht gibt. Ha, was Spannendes also. Und was die Insel noch nicht hat. Naja, vielleicht verlangen wir ein bisschen viel. Nein, es gibt bestimmt etwas, was passt. Ich such mal danach.
Okay, dann wahrscheinlich sollten wir auf dem Festland danach suchen, was? Wirklich? Wow, Riser, du legst dich ganz schön ins Zeug für uns. Gut, wir brauchen einmal Saatgut, bekommen dafür 3 Goldmünzen. Und nehmen uns als Anzahlung schon mal ein bisschen Ziegenmilch mit. Achso, genau, Farm sind wir gerade. Bodendistrikt. Altstadt, jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil es hier auch noch Fragezeichen gibt, die wir gar nicht erfüllen können. Wie zum Beispiel das da. Treppe. Und zum Schluss noch der Hafen. Das ist doch noch ein Fragezeichen. Jetzt bin ich nicht sicher. Sind wir da schon gewesen? Und ist das... Ah, das ist die Tante hier mit ihrem Liebhaber. Nein, also mit ihrem zukünftigen Ehemann, oder? Ja, okay. Gut. Dann bin ich jetzt doch am Überlegen, weil wir keine Angelrute basteln können, dass wir noch eine Sardine kaufen. Ja. Ich gucke nur die anderen Sachen eben auch durch. Okay, also eine Sardine. Denn es lohnt sich jetzt ja nicht mehr in dieser Folge noch die Insel zu verlassen. Und deshalb... Wo ist denn jetzt hier das Brett? Achso. Deshalb werden wir noch eine Sache herstellen und das war... Ich glaube, das Mixing Oil in Fischsoße zu verwandeln. Achso, ich muss das doch gar nicht machen. Ich lerne es nicht, ne? Dass ich einfach Touchpad drücken kann, um nach Hause zu gehen. So, jetzt schauen wir mal. So, dann haben wir einmal normales Öl. Oh, jetzt brauchen wir 2 Sardinen, ne? Nee, zum Glück hat die Sardine 2 Eispunkte. Gut, jetzt gucke ich nochmal nach dem Fischöl. Kann auch sein, dass wir das Fischöl noch verbessern können. Das können wir nicht mal herstellen. Und es gibt auch gar keine Verbesserung mehr für das Fischöl. Okay. Aber super. Ja, wir sind zwar nicht aus der Stadt rausgekommen, haben trotzdem einiges erreicht. Und dann geht es jetzt dann wohl nächstes Mal aus der Stadt raus. Also, bis morgen. Tschüss.